my grandpa an automobile. Hey there, son, what's the deal? I said I'm going on a date and she ain't no flirt. Please, grandpa, I need a knee jerk. Grandpa said, well, I got some. Come on over and try them on. Was hat sich bei euch getan seit dem letzten Interview 2013? Seit dem letzten Interview 2013? Mehr graue Haare. Personell hat sich einiges getan. Ja. Ja, viel Stress, aber auch musikalisch hat sich einiges verändert. Im Sound wie auch im Repertoire. Also sind jetzt, wir haben keinen Klavierspieler mehr dabei. Und zum anderen? Hat sich auch, ja, wir haben uns auch auf ein bisschen mehr eigene Sachen konzentriert in letzter Zeit. Ich habe am Bassspielen angefangen, also am Kontrabass. So dass wir jetzt ein anderes Spektrum anbieten können dem Hörer. Und unser Sänger ist wieder da. Der war ja zu der Zeit ein halbes Jahr auf Reisen. Auch eine gehörige Portion Lebenserfahrung spielt hier eine Rolle. Genau. Was sind eure Pläne für die Zukunft? Unser Hauptziel ist eigentlich spielen, 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 was sich anbietet. Spielen? Unser nächstes Ziel ist sicherlich, dass wir auch wieder mal was aufnehmen möchten. Mhm. Ein Album. Spielen oder mal weiter entfernte Sachen spielen. Warten wir, was sich uns bietet in Zukunft. Wir hatten einen Auftritt in Frankreich und sowas und das war eigentlich schon recht cool, dann so einen Wochenendtrip zu haben. Was glaubt ihr, warum der Rock'n'Roll heutzutage immer noch so gut ankommt? Es ist zeitlos. Aber weil es gute Musik ist. Ja, das ist zeitlos. Eine absolut zeitlose Darreichungsform der Musik. Das gefällt jedem, das gefällt Jungen, das gefällt Alt. Und der haben wir uns verschrieben, da wir auch dieses zeitlose Gefühl verspüren und in unsere Lebenskultur aufgenommen haben. Jeder kann dazu tanzen und da kann man nicht still sitzen bleiben. Ist auch einfach die Ursprungsform von moderner Musik überhaupt. Ist einfach spaßige Musik. Es ist viel wichtiger, was der Rock'n'Roll für die Entwicklung der Rock- und Popmusik getan hat, als die Leute glauben. Euer allererstes Live-Konzert, auf dem ihr wart? Also wo ich mit Absicht extra hingefahren bin, war es Dropkick Murphys. Konzert von Sammy Deluxe. Also was ich mich erinnere, war Clüso im Sudhaus. Vorteile vom Represent gegenüber Rock am Ring. Das ist überdacht. Familiär. Familiär. Es ist familiärer. Keine Ahnung. Es ist kompakt. Genau. Es ist total abwechslungsreich, also auch von der Musikrichtung her und von den Leuten her. Und welche Gründe gibt es für euch, in Reutling zu bleiben? Nennt drei. Ha. Wir haben die Ache. Ich meine, wir haben schon coole Kneipen. Okay, das ist einfach eine schwierige Frage. Okay.